Weil wir sind jetzt im Unterschlupf Mercer. Der ist zwar nicht so groß, aber, meine Lieben, warum hängt das Ganze... Ich frage einfach nicht mehr weiter. Wobei das eigentlich dumm war, das jetzt hierher zu gehen, fällt mir gerade ein. Aber wir können ja mal... So, wir haben nämlich hier noch eine Roboterwerkbank, die ich... die wir hier gar nicht bauen können, weil wir haben keinen Glasfaser. Ich dachte, wir hätten noch eine eingelagert. Ach, okay. Nein, 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 nein. Also doch. Dann halt doch nach Sanctuary. Ach, dann ist die nur hier, dann ist sie wahrscheinlich hier eingelagert, hä? Naja, kommt vor, kommt vor, kommt vor. Oh, Entschuldigung. Das war wahrscheinlich, ich habe gerade meine Kaffeetasse gehört. Die leider mittlerweile auch leer ist. Schade, war nur noch so ein Minischluck Kaffee drin. So, die Powerrüstung auf jeden Fall. Ich muss die irgendwann mal alle sortieren hier. X01. Die X01 sah auch mal geil aus. Also die sieht ja fast genau so aus wie die hier. Hallo, aussteigen? Also das muss man halt sagen, die Powerrüstung, ach, das ist eine MK3, so war es, genau. Jetzt haben wir hier noch ein T-60B mit dem Raider-Helm, das ist so ein bisschen das zusammengefrickelte. Ah, Moment, hier. T-60, das sind halt jetzt T-60-Teile. Das muss ich reparieren, das auch. Moment, den X01-Helm nicht, aber... kann ich hier irgendwie... Moment, warum steht jetzt die da drinne? Ich wollte eigentlich hier nur so ein paar Sachen... Hatten der da jetzt gerade dran geheftet? Nein, 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 ach, ich Scheiße. So. Warum kann ich das jetzt? Ach so, ich kann. Ach. Also T60 rechtes Bein, T60 rechtes Bein haben wir schon. Linker Arm. T60B Torso. Das war unsere erste, glaube ich, ne? Die T51. Okay, sieht jetzt schon deutlich geiler aus. So, den Rest, den tue ich aber mal hier rein. Ist das unter Kleidung? Ich glaube nicht, oder? Doch. Moment. Ich habe noch mehr. R... Tesla rechter Arm, Tesla 60B Torso. Ich glaube, hier, das war die X01, ne? Kann ich hier die anderen Sachen noch reintun? Nee, okay, die kann ich nur, die tauschen. Also kann ich quasi von jedem nur. Nur eine Sache reintun, okay. Das ist halt die T51, ist klar. Die sieht total langweilig aus, wenn du die anguckst dagegen. Oder halt auch die X01. Die sehen halt viel, viel krasser aus irgendwie. Aber egal, wir lagern den Krempel mal ein.
Warum bin ich denn, warum habe ich denn so rumge... Naja, egal. Moment, da war schon was. Raider Power Helm. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Das nicht mehr, das nicht mehr so. Also zumindest, dass so ein paar Sachen halt mal hier eingelagert sind. Und irgendwie muss ich... Ich muss mal irgendwo meine ganzen... Meine ganzen Power-Rüstungen ordentlich aufstellen einfach. Und irgendwann auch mal lackieren und so. Ah, die ist ja... Wobei, die ist sogar schon lackiert, die 60B. Die müsste ich nochmal lackieren. Die auch. Die Mark II auch. So. Auf jeden Fall, jetzt dürfen wir wieder Roboter bauen. Und ich sag euch... Neuer Automatron. Als Kopf gibt es natürlich Jezebels Kopf. Als Torso gibt es Robohirn, Aggressotron, Protektron. Wir nehmen den Aggressotron-Torso. Ein Frontaktuar erhöht Schadens- und Energieresistenz, steigert Tragekapazität. Hier nehmen wir die Fabrikrüstung. Heckrüstung gibt es. Die Aufbewahrungsfabrikrüstung. So, ah, jetzt habe ich hier, guck mal, jetzt habe ich hier schon viel, viel mehr. Aufklärungssensoren, Strahlungsspulen, Tarnfeld. Das klingt eigentlich ganz cool. Linker Arm. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eigentlich nur... Hier bleibe ich, glaube ich, mal bei den Protektron-Armen, weil ich habe leider noch nichts anderes. Klauenhand. Flammenwerfer. Ich finde die Flammenwerfer. Moment, Moment, Moment. Laserhand hätten wir noch. Oh, Schmied brauche ich auch noch. Das muss ich mir... Okay, Zettel aufschreiben. Schmied 1. Wahrscheinlich eh noch mehr Stufen, aber... Okay, wir nehmen die Laserhand. Linke Handrüstung geht auch noch. So, rechter Arm. Nehmen wir, bleiben wir auch beim Protektron-Arm. Wir nehmen natürlich eine Rüstung. Und Klauenhand. Nahkampfschaden. Ich finde das mit dem Schlagstock eigentlich sehr witzig. Warum können wir keine Laserhand bauen? Wahrscheinlich fehlt... Nee, Material ist alles da. Da fehlt halt eine Schraube. Da hat jemand wohl eine Schraube locker, so wie es aussieht. Schädelkeule. Alter, wie geil. Ich brauche Schmied. Die Axt. Jawohl. Rauchklaue. Alter, das wird immer... Also wenn ich mir das hier angucke... Alter Schwede, Schmied 2. Da sehe ich es schon. Uiuiuiuiuiuiuiui, das wird immer besser, was ich hier alles sehe. Ich freue mich schon drauf, wenn ich sehe, was es hier so alles gibt. Automatiklaser, Streulaser, Scharfschützenlaser, Geisterklinge. Boah. Der Name ist das geilste, das Dönermesser. Das Dönermesser. Aber ich brauche das Dönermesser. Auf jeden Fall. Was brauche ich da? Schmied 3. Oh Gott. Achso, jetzt habe ich gar keinen Moment. Klauenhand. Schlagstock, Greifer. Ja, komm, ich bleib bei der Klauenhand. Gibt auch hier noch eine Rüstung natürlich. Beine. Robohirnketten. Ja. Definitiv. Hüftrüstung. Gibt auch noch eine Hüftrüstung. Und die Farbe.
So. Das Blau finde ich schön. Rosa. Und wir benennen ihn mal um. Ey, Moment, ich wollte ihn umbenennen. Och, ich kann den... Hast du gerade nochmal Glück gehabt, Jess? Ich wollte den eigentlich tatsächlich gerne umbenennen. Der Bot ist aber ganz cool eigentlich, oder? Jess, wo willst du denn hin? Also Jezebel, ich sag jetzt schon Jess, aber die heißt ja Jezebel. Ach so, du willst... Hallo, wo fährst du hin? Körper hättest du dir denn vorgestellt? Da ich wie ein hastig von einem Amateur zusammengeschweißter Schraubbot aussehe, würde ich sagen, dass so gut wie jeder andere besser gewesen wäre. Blöde Schlampe. Ich würde mich das angesichts ihrer begrenzten Fähigkeiten und ihrer ebenso eingeschränkten Intelligenz nicht wundern. Oh, ist die Entschuldigt, Eure Hoheit. Der königliche Schneider ist erkrankt. Also fiel die Aufgabe stattdessen mir anheim. Yes! Als Einschüchterungstaktik nutzen wollen, vergeuden Sie leider Ihre Zeit. Hören Sie, es ist offensichtlich, dass wir einander nicht sehr schätzen, was für mich kein Problem ist. Fragen Sie mich also einfach alles, was Sie wissen wollten, und dann ziehe ich meiner Wege. Erzähl mir alles, was du über den Mechanist weißt. Das ist doch mal ein faszinierendes Thema. Der Mechanist, unglaublich gut im Programmieren, ein wahres Genie der Elektronik. Kein Wunder, dass Sie Interesse zeigen. Ich befolge seit enormer Zeit pflichtbewusst die Befehle des Mechanist und helfe den Bewohnern des Commonwealth. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Ich verstehe nicht, warum. Es ist eigentlich ganz einfach. Der Mechanist hat mich beauftragt, die Bewohner des Commonwealth aufzusuchen und ihnen zu helfen. Laut meinen Berechnungen ist die einfachste Methode, einem Menschen zu helfen, ihn zu zerstören. Ein lachhaft zerbrechliches Leben sollte nicht verlängert werden. Das ist die effektivste Methode, ihnen zu helfen. Jeder andere Versuch führt nur zu unzähligen, komplexen Nebenerscheinungen. Irgendwie hast du die Definition von helfen nicht ganz begriffen. Helfen. Etwas geben oder bereitstellen, was zum Durchführen einer Aufgabe oder Befriedigung eines Bedürfnisses benötigt wird. Ich befolge exakt meine Befehle. Einen Menschen zu unterstützen, so gut ich kann, ergibt nur eine Überlebensrate von 25%. Also stirbt der Mensch, den ich unterstütze, trotz meiner Bemühungen zu 75% an Dingen, auf die ich keinen Einfluss habe. Daher ist es besser, den Tod des Menschen zu beschleunigen und ihn von seinem wahrscheinlichen Elend zu erlösen, als meine begrenzte Zeit zu vergeuden. Es ist eigentlich ganz einfach, aber angesichts Ihres minimalen Intellekts sollte es mich nicht überraschen, dass Sie es nicht verstehen. Hey, hey, können wir bitte mit dem Gezicke aufhören und zu dem Teil kommen, wo du mir sagst, dass ich in die Anlage des Mechanist komme? Ich habe versprochen, Ihre Fragen zu beantworten. Und im Gegensatz zu Menschen fehlt mir die Fähigkeit zu lügen. Es ist eigentlich ganz einfach. Um die Anlage des Mechanist betreten zu können, müssen Sie einen Ihrer Roboter mit der Modifikation MSAT ausstatten. Ich lade die Pläne auf Ihren Pip-Boy. So, ich habe meinen Teil unserer Vereinbarung erfüllt. Vielleicht bleibe ich noch eine Weile hier und sehe mir an, wie das mit Ihnen und dem Mechanist ausgeht. Natürlich rein zu meinem eigenen Vergnügen. Ich nehme an, dass Sie nach Ihrer Rückkehr einiges zu erzählen haben. Aber andererseits würde es mich wundern, wenn Sie überhaupt zurückkehren. Was? Blöde Kuh. Entschuldigung. Der nehme ich jetzt erstmal den schicken Körper weg und die kriegt jetzt... Na warte, das gibt jetzt Rache. Das gibt jetzt Rache. So, du bekommst
Falsche Taste, Entschuldigung. Ja, das hast du dir jetzt echt selber zuzuschreiben, du blöde Tussi. So. So, Jezebel. Das hast du dir selber zuzuschreiben. Blödes Vieh. So, und damit noch nicht genug. Ich baue jetzt baue ich mir endlich noch einen. So, es gibt einen Wachbottkopf. Ach, ich habe einen Link, deswegen. Okay, so. Ahabs Helm. Nahkampfziele brennen, erhöht Schadensresistenz. Instabil, kann bei Benutzung kaputt gehen. Boah, egal, was soll's. So, Torso. Gibt es einen Aggressotron-Torso, würde ich sagen. Ich hätte übrigens Dingens gerne einen Mr. Handy-Torso gegeben. Frontrüstung gibt es natürlich die Frontaufbewahrungsfabrik-Rüstung. Heckrüstung gibt es die Heckaufbewahrungsfabrik-Rüstung. Und es gibt jetzt hier die Strahlungsspulen. Als linken Arm den Protektor. Moment, hier wollte ich die linke Laserhand und es gibt natürlich, ah, jetzt kann ich auf einmal den Flammenwerfer, linke Hand Flammenwerfer, das, okay. So, als Handrüstung gibt es die Fabrikrüstung natürlich, als, da gibt es auch die Fabrikrüstung. Als rechten Arm nehmen wir jetzt allerdings mal einen Aggressotron-Arm. Ein Aktuator. Ja. So, und jetzt gibt es hier Schlagstock. Okay, das war's schon. Mehr können wir nicht, was? Dann gibt's halt hier den Schlagstock. Und als Beine gibt es jetzt die Robohirnketten. Hüftrüstung. So. Stimme. Natürlich. Moment. Ja, obwohl es keine. Nee. So, eine weibliche Stimme. Und jetzt hier. Wo ist die Farbe? Oh, hier gibt es auch schwarz. Nee, ich mach's doch so. Das wäre gemein. Ja, ich glaube, ich bin zufrieden. So, dann wird das jetzt. So. Herzlich willkommen, PC, in meinem Let's Play. Der ist schnell, das ist halt saugeil. Der ist halt sau schnell mit den Ketten. Und eigentlich müsste ich. Nee, das mache ich jetzt nicht. Ich hatte gerade die doofe Idee, Cupcake Shot in Cupcake Bot umzubenennen. So, Peacemaker wacht jetzt hier schon fleißig unsere Basis, so wie es aussieht. Wobei jetzt hat Peacemaker natürlich eine weibliche Stimme. Entschuldigung, PC. ich gebe dir nochmal eine männliche, glaube ich. Komm her, ich bin nicht so. Stimme. So. Diese Einheit befindet sich im Einheit verbleibt im Auslieferungsmodus.
Der ist doch sau cool eigentlich, oder? Hallo Ada. Können wir dich eigentlich noch... Ne, Ada war schon sehr gut ausgebaut, ne? PC, warum fährst du nur gegen die Wand? Ah, naja. Oh, die... So, ach herrlich. Diese Ruhe auf einmal. Wunderbar.